mal einfach drauf sitzen, meine Mama. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich muss etwas leiser reden. Die Kinder schlafen noch, Pauline und Leona liegen noch im Bett. Alex ist schon raus zur Arbeit und er wird heute Abend auch erst spät wiederkommen. Ich bin gerade auch erst aufgestanden mit der coolen neuen Hose. Die gibt es aktuell bei H&M. Ich stehe voll auf Wolken. Ich bin zwar müde, aber ich bin auch ausgeschlafen. Wir sind um 23 Uhr ins Bett. Deutschland hat ja leider verloren. War ein kurzes Spiel. Ich habe um 23 Uhr Pauline nochmal gestillt, habe sie gewickelt und sie hat bis 5 Uhr morgens durchgeschlafen. Dann hat sie gerade nochmal gegessen und jetzt schläft sie weiter. Ich nutze jetzt die Chance, um schon mal den Tisch zu decken für Leona, damit wir vielleicht zusammen frühstücken können. Und dann seht ihr so meinen Tag. Viel Spaß! Ich muss definitiv noch nachher meinen Haushalt erledigen. Hier stehen noch so ein paar Sachen rum. Und warum steht die Butter auf dem Kühlschrank? Ich glaube, das hat Alex heute Morgen vergessen, die in den Kühlschrank zu packen. Kann ich die jetzt noch essen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Alex wird heute nicht im Video zu sehen sein, weil er nach der Arbeit direkt losfährt nach Hamburg mit meinem Vater. Die bringen nämlich zusammen ein Auto weg, so einen alten Porsche, zur Reparatur von meinen Eltern. Und das muss in Hamburg gemacht werden. Leider. Da sind die den ganzen Tag unterwegs und ich hoffe, die kommen heile wieder. Ich bin ja so ein kleiner Schisshase, wenn die über die Autobahn rattern. Und dann gehen wir abends noch lecker essen. Aber das werdet ihr nicht sehen, da ich immer aktuell zurzeit wirklich hochlade. Es ist so, ich drehe jetzt heute Morgen und heute Abend, seht ihr dieses Video schon, kann ich halt abends nicht mehr filmen. Das Problem ist, dass ich einen Tag Verzögerung hatte, dadurch, dass ich den einen Tag kein Material hatte. Ist es halt jetzt immer so aktuell. Ist zwar schön für euch, aber auch irgendwie schade, dass ich abends nicht drehen kann. Das hätte ich euch heute Abend auch noch mitgenommen, weil wir lecker essen gehen und so. Wir machen Abendspaziergang. Kann man einen kleinen Blick reinwerfen. Pauline steht noch. Guckt mal. Oh, der Schrank ist offen. Da liegt die Maus, ne? Pauline hatte gestern Abend leichte Temperatur. 37,6, genau. Ich mache mich mal gerade fertig. Genau, sie hatte ein bisschen Temperatur und heute Morgen ist aber, glaube ich, alles gut. Sie fühlt sich jetzt nicht mehr heiß an. Keine Ahnung, was das war. Sie ist halt eh zur Zeit so im Wachstumsschub. So, ich werde jetzt erstmal meine Zähne putzen. Dann müsst ihr mir nicht bald zugucken. Und dann bis gleich. Ich habe mich jetzt frisch gemacht. Ich werde nach dem Frühstück dann duschen gehen, wenn Pauline nochmal das zweite Mal schläft heute. Weil morgens brauche ich immer die Zeit, um alles vorzubereiten für die Kinder. Auch wenn dann Leona in den Kindergarten geht. Ich ziehe mir jetzt noch was über, ist ein bisschen frisch heute Morgen. Hier ist noch eine Kiste von der Taufe von Pauline und Alex. Das ist das Dekozeug, was übergeblieben ist oder was ich wieder mit nach Hause genommen habe. Und hier sind so süße Heißluftballons drin. Die habe ich gekauft in einem Deko-Shop. Okay, man sieht es jetzt sehr schlecht. Ich falte das mal auseinander. So sehen die aus. Sind die nicht süß? Da habe ich halt zwei kleine in Grau und in Weiß und einen großen. Das würde ich gerne bei Pauline im Zimmer hängen. Nur wie kriege ich das an der Decke befestigt? Ich möchte jetzt nicht in die Decke bohren. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee. Und wo kann ich die hinhängen? Ich muss die Wäsche noch machen. Weil hier hängt ja schon was mit Wolken. Aber man könnte es ja vielleicht trotzdem in die Ecke da vielleicht hängen. Über dem Wickeltisch. Oder hier in die Ecke wäre auch total schön, ne? Oder übers Bett. Was meint ihr? Das Babyzimmer ist schon komplett voll mit Deko, aber ich will die auf jeden Fall anbringen. Und wie gesagt, den habe ich auch nochmal in ganz groß und in weiß irgendwo dazwischen. Das fand ich auch schön, das lag auf den Tischen von der Taufe. Und das wollte ich jetzt gerne auch für unseren Esstisch benutzen. Das ist voll cool. Und jetzt fragt mich nicht, wo wir das her haben. Wir haben nichts gefunden. Und das ist aus einem Blumengeschäft. Das ist eigentlich zur Deko von Blumen, glaube ich. Aber ich benutze das jetzt als Tischläufer. Ich mag die Struktur total gerne. Könnte ich eigentlich schon mal auf den Tisch legen, dann könnt ihr das mal sehen. So würde das dann aussehen. Ich habe jetzt nur mal einfach provisorisch ein paar Kerzen aufgestellt. Ah, sieht doch nicht schlecht aus. Aber ich weiß genau, dass Alex meckern wird und wird sagen, es erinnert mich immer an die Taufe. Aber ist doch gar nicht schlecht. Und das Gute ist, hier ist es noch zu lang. Man kann es halt kürzen. Wenn man das vielleicht auch auf dem Esstisch macht, das kann man auch noch so draufstellen. Ist doch ganz süß. Ja, man kann es vielleicht nicht immer angucken, aber so für ein paar Tage lasse ich das jetzt, glaube ich, erstmal stehen. Das wird eh dann direkt wieder unordentlich gemacht von Leona und ihr ganzes Spielzeug. Guten Morgen. Hi. Hast du gut geschlafen? Ja. Du kannst dich nicht immer einfach drauf sitzen, meine Mama.
Ein bisschen schwer geworden. Beim Frühstück. Pipi machen. Ich kann ein Herz aufkleben. Ein Herz aufkleben? Ach stimmt, du bist ja alleine eingeschlafen, ne? Soll ich dir eins geben, dass du es aufkleben kannst? Gut. Zieh dir meine Schottenhose über. Zähne putzen, Pipi machen noch, ne? Da steht der Geist in der Tür. Wir machen die Herzen aus Alufolie. Ganz praktisch, hat man immer zu Hause. Und sie wollte silberne Herzen. Und ich dachte, ich habe kein Silber. Aber doch, wir haben Alufolie. Geht alles. Ne, Leone? Das ist kein Herz. Ja, klapp mal aus. Mama hat das so geschnitten, dass du es aufklappen musst. Dann ist das ein Herz. Dann sehen die nämlich alle gleich aus. Guck. So, ich habe jetzt schon 3 Herzchen vorbereitet. Besser gesagt, 2 Herzchen mit Klebestreifen. Weil sie jetzt, glaube ich, gerade Zähne putzen gegangen ist, dann darf sie sich auch ein Herzchen machen. Das hat sie jetzt so gemacht, alleine. Hier steht noch alles von gestern Abend vom Fußballspiel. Und sie darf sie eins aufkleben, weil sie gestern alleine eingeschlafen ist. Putze Zähne, Schatz. Super. Kannst du mir helfen? Wollt ihr helfen? Ja. Mir ist kalt. Kalt. Soll ich dir eine Hose raussuchen, die du anziehen kannst? Eine Jogginghose, was bequemes. Eine Kuschelhose. Eine Decke. Eine Decke? Aber Decke und Frühstück, das geht nicht. Dann kommen wir nicht lang. Unser Bad ist definitiv zu klein. Kämmen wir immer die Haare. Was so klein? Das Badezimmer ist zu klein. Ja. Wenn wir ein Haus haben, Leone, dann haben wir ein größeres Badezimmer. Hoffentlich. Ach. Hoffentlich. Mama wünscht sich das. Aber wenn man ein eigenes Haus hat, kann man sich das so gestalten, wie man möchte, Schatz. Weißt du, ich habe die Zahnbürste bei Seife drin gelassen, dann putze ich mit Seife. Du putzt deine Zähne mit Seife. Mach das dann so und da wickeln wir das ein. Du willst die Füße einwickeln, damit die nicht kalt ist? Wie wär's mit Socken? Aber wir laufen gerne barfuß rum, ne? Hat mein Papa durchgeschnitten. Ja, genau. Schick. Geh du schon mal. So. Direkt spielen, ne? Einmal lüften. Wir gehen jetzt in den Kindergarten. Los, wir gehen frühstücken. Müssen die mit frühstücken? Ja. Okay, was machst du? Wir gehen in den Kindergarten. Okay. Wir sitzen mitessen. Okay. Oh, die Eulen muss ich noch anbringen. Danke übrigens, dass ihr mir gesagt habt, wie das geht. Leona, wie findest du die Tischdeko? Schön. Schön? Gott sei Dank. Wir möchten da frühstücken. Hier am Tisch. Ich habe aber da gedeckt, guck mal. So, ich brauche jetzt mal gerade ein großes Mulltuch, damit ich das ins Bettchen legen kann, damit wir Pauline leichter hinlegen kann. So, komm Leona, frühstücken bitte. Gleich ist Pauline wach. Okay. Dann müssen wir fertig sein. Du schaffst es. Ja, ich hab's geschafft. Du schaffst es. Mama lange vorgehangen. Man muss einfach nur einen Knoten oben reinmachen. Was möchtest du trinken, Schatz? Soll ich deine Erdbeermilch machen? Oder nur Milch? Erdbeermilch. Aber ich mach da Zucker rein. Okay. Nee, ich mach es ganz alleine. Ah! 2 Stück. Einmal für Zähne putzen, weil du gerade deine Zähne geputzt hast. Und einmal fürs Schlafen. Komm, ich nehme den mit. So, dann gucken wir mal. Zimmer aufräumen. Das kannst du noch später machen, ja? So, schlafen. Zähne putzen. Genau. Jetzt ist schon Zähne putzen voll. Gib mir 5. Ah! Leona? Was ist hier denn jetzt? Wolltest du nicht Erdbeermilch machen? Ja. Genau, du machst das Pulver, Mama macht die Milch. Oder willst du die Milch auch reinmachen? Ja, ganz alleine. Okay. Ohne Hand. Ohne Hilfe. Ohne Hilfe. Mama. Das ist so süß, sie zählt dann immer. Für wen war der? Papa. Okay. Pauline. Mhm. Und den letzten? Leona. Super. Gesagt, stopp. Stopp. So, Pauline ist auch aufgewacht. Sie macht gerade viel Bäuerchen, ne? Guten Morgen. Oh, ich muss doch nochmal Fieber messen. Ach, okay.
Und wie lange hast du die Hand im Mund? Ich weiß nicht, es kann sein, dass sie ihren ersten Zahn bekommt, weil Leone hatte auch ihren ersten Zahn mit 3 Monaten. Und ich hatte meinen auch, glaube ich, so früh. Strecken, das tut gut, ne? Oi. Didi lacht. Soll ich den mal aufziehen für dich? Achtung. Nicht erschrecken. Outfit sitzt, ne, Pauline? Die Socken habe ich übrigens, glaube ich, 5-mal gekauft. Das ist ein 2er-Pack aus dem Ernstings Family. Ich stehe so auf Wolken. Da hat sie einfach eine Leggings an. Sie hat übrigens keine Temperatur. Gott sei Dank. War einfach zu warm im Schlafsack. Leona? Oh, oh, oh. Wo ist denn die andere Eule? Wir haben doch eigentlich 4 Eulen. Hier sind nur 3. Weißt du, wo die andere ist? Nein. Wir haben jetzt übrigens einen Namen für den Affen. Darfst du aussuchen, den Namen? Soll der heißen Coco oder Balu? Coco. Coco? Okay, dann nennen wir ihn jetzt Coco. Mein Erdbeerkakao. Soll ich den Erdbeerkakao holen? Okay. Das ist blaue mit Deckel. Hier, hast du dir einen Strohhalm da reingetan in deine Erdbeermilch? Brot mit Käse? Oder Mini-Salami? Nein. Apfel? Nein. Banane? Nein. Was gibt's denn dann noch? Süßes! Nein, nicht am Morgen. Ey, dein Kamera soll hier hin. Zu dir. Jetzt ist die aber zu dir. So, soll ich stehen bleiben? Oder soll ich zu Mama zeigen? So. Nein, zu mir. Die soll zu dir zeigen, die Kamera. Nein, zu dir, nein, zu mir, nein, zu mir. Leona hat sich für ein Salamibrot entschieden. Die Kruste musste ich allerdings abschneiden. Große Sportsalami hast du gegessen, ne? Es ist generell immer so, wenn ich Hunger habe und essen möchte, das Essen fertig ist, kriegt Pauline Hunger. Es ist bei euch auch so, das ist echt unglaublich. Wenn einer von euch gerne im Edeka einkaufen geht, dann haltet mal eine Käsetheke an und holt euch diesen Käse. Der ist so lecker. Der heißt Katis Thymian. Honigkäse. Genau, das ist ein Ziegenkäse. Der sieht so aus und seht ihr das, da sind blaue Blüten drauf auf dem Rand. Und der schmeckt so lecker. Das muss man leider abmachen, aber es sieht doch wunderschön aus und der ist echt lecker. Was machst du da? Essen. Wow, können wir essen? Haarspangen essen? Haarspangennudeln. Ja, die essen das. Ja. Aber Hugo ist was anderes. Okay, was ist der Hugo? Weiß ich nicht. Apfel. Okay. Ich habe schon abgedeckt, ich esse mir jetzt noch einen Stracciatella-Joghurt zum Nachtisch. Und Leonas Frühstück lasse ich noch stehen. Die happert sich das dann so über den halben Tag weg. So, ich werde jetzt hier das Chaos noch beseitigen von gestern Abend. Wir haben gestern beim Fußballspiel richtig lecker gegessen. Wir haben uns so eine kleine Art Picknick vorm Fernseher gemacht. Mit Antipasti, mit Salami und mit so einem Fladenbrot. Das war gefüllt mit Käse, richtig lecker. Und nach dem Fußballspiel sind wir alle direkt ins Bett gegangen, weil wir platt waren. Am liebsten räume ich die Küche auf, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich irgendwas aufräumen soll in der Wohnung, dann die Küche bitte. Spülmaschine ausräumen und so, ist alles schnell gemacht. Nicht ausgetrunken, typisch. Dann wollen wir mal. Ich fand es übrigens gestern echt mies, wie wir gespielt haben. Eigentlich waren wir gar nicht schlecht, nur dieser Elfmeter. Warum haben die Deutschen immer ihre Hände hoch im Strafraum? Ich verstehe es nicht. Erst Boateng, jetzt Schweinsteiger. Ja, und Schweinsteiger ist ja auch noch nie so ein Fehler untergekommen. Und dabei hat Schweinsteiger richtig gut gespielt, finde ich. Aber ganz ehrlich, Halbfinale ist auch top. Jetzt spielt ja Portugal gegen Frankreich und ich glaube wirklich, dass Frankreich auch dann EM-Sieger wird. Die haben einfach den Heimvorteil und ich würde es den Franzosen auch gönnen. Ne? Ja, Küche ist jetzt endlich aufgeräumt. Das hat jetzt nicht lange gedauert, 10 Minuten. Aber wenn Alex so wie heute den ganzen Tag weg ist und es ist bestimmt auch nicht gerade angenehm, so weite Strecken zu fahren über den ganzen Tag, hin und her fahren nach Hamburg, da nehme ich ihn gerne den Haushalt ab. Deswegen werde ich heute komplett die ganze Wohnung aufräumen und putzen. Ja, Schatz, hast Hunger, ne? Ja, meine Lieben, das war der ganz normale Mama-Alltag von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Du isst nicht dein Joghurt. Ich esse jetzt meinen Joghurt, Schatz. Ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Joghurt zu essen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und bis bald. Ciao.